Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag. Wir haben Sonntag, wir sind im Jahr 2021 und wir führen Krieg gegen Italien. Gegen Il Segreto del Ninjutsu. Das Sekret des Ninjutsu. Oder so, ja. Buongiorno, mi italiano amigo. Ich glaube, das war sogar am Ende falsch. Mehr kriege ich nicht raus. Aber ja, wie sieht es aktuell aus? Schauen kurz, bevor wir in den Rest reingehen, mal in die Defensive rein. Letzter Krieg war meine Defensive richtig stark. Hier wurde ich gewonshottet. Dieser Krieg war so schlecht. Hier wurde ich gewonshottet und ja, dreimal gewonshottet. Deswegen, ich sage es euch immer, testet Defensiven nicht im Krieg. Sechs Angriffe, ihr wisst nie, was der Gegner benutzt hat, wie viel Glück der Gegner hatte. Das macht kann überhaupt nichts aussagen, ehrlich gesagt. Wenn ihr eine Defensive testen wollt, macht Überfälle oder stellt sie für 100 oder mehr oder für 200 Überfälle rein und dann stellt die Alternative, die ihr habt, auch für genauso viele Überfälle rein und dann schaut, wer mehr gewinnt. Und ob es einen krassen Unterschied gibt. Wenn nur ein oder zwei Wins Unterschied sind, das ist auch keine große Aussage. Aber es ist auf jeden Fall besser, wie einfach nur einen Krieg oder zwei Kriege miteinander zu vergleichen. Ja, okay, die haben noch 93, und wir haben 60. Das heißt, die haben 33 Angriffe mehr und denen fehlen nur 700 Punkte. Zu gut Deutsch, 33 durch 7. Ach, die müssen knapp mehr als 20 Punkte pro Angriff machen. Das ist jetzt nicht wirklich gut. Wir brauchen ein paar One-Shots. Und wir gehen hier in die Lady mal rein. Mit voller Power. Hallo, Mariana? Warum ist denn die Dicke dort unten? Okay. Ich wundere mich immer, dass die bei den Überfällen kaum Schaden macht. Das war jetzt wohl der Grund. Achter. Fünfer. Oder hier, komm. Du brauchst Damage. So, zack. Dann schauen wir nochmal den Gegner an. Cleansen bei uns ist wichtig. Ja, wir haben den Gorilla dabei. Und dann gehen wir hier mal rein. Und haben zumindest drei rote schon mal in die Lady. Dann kriegen wir grüne hier in die Frieda. Dann kriegen wir hier noch einmal. Dann kriegen wir noch drei rote in die Lady, die wir noch nicht brauchen. Vielleicht haben wir es doch gebraucht, aber vielleicht fällt sie trotzdem um. Oh, das ist gut. Und dann mal die linke Seite jetzt erstmal platt. So, zack. Erstmal die AOEs und dann gucken wir mal, wie viel Rest ist. Machen wir mal hier die Liana, vielleicht reicht das. Dann machen wir das so. Ja, vollkommen okay, die haben wir keinen Schaden mehr. So, zack, zack. Und das langt. Frisches Board, erster One-Shot. So. Wo waren denn hier die Schwachen? Hier. Gönnen wir uns mal die. Was machen wir hier? Lila Blau. Es ist Caliland. Wir müssen auf jeden Fall entfernen. Oder wir lassen sie gar nicht viel machen. Und er kriegt die Ninja-Truppe. Los geht's.
Wir haben wieder Pfeile, Pfeilhagel als Feldhilfe. Nimmt Heilung über Zeit mit. Riegert-Kostüm ist hier noch einmal stärker als schon sonst. Oder noch einmal wertvoller, sagen wir es mal so. Okay, wir wollen lila und gelb. Ah, machen wir mal den. Da kam einmal lila. Gucken wir mal, was hier nachkommt. Oh, jawohl. Aber sie löst natürlich vorher aus. Das ist nicht so cool. Ein bisschen können wir in sie reinspielen. Okay, jetzt kriegen wir einen mit. Löst das was aus? Eigentlich nicht. Nee, passt. Wenn jetzt hier nicht endlos was passiert. Schlimmer ist links. Okay, wir machen das mal so. So. Wir wollen eigentlich noch eine Runde niemanden triggern. Ah, das ist wunderbar gelaufen. So, uns haut der Cage jetzt wahrscheinlich ein und zaun sie jetzt auf jeden Fall was um, aber wir holen mal Rigard und Protoss an den Start. Ich hoffe mal nicht, dass beide sterben. Das ist gut. Das ist ein Traum. Okay, dann machen wir wieder das an. Okay. Dann holen wir uns so beide gelben ran. Dann machen wir erstmal ihn hier fertig. Und dann holen wir uns nochmal den Proteus ran. Der kann ihm nochmal eine Pfeil, also nochmal Gift verpassen und dann ist das Ding durch. Okay, reicht nicht immer für ihn. Dann hätte ich gern mehr Lila hier auf der Seite. Das war ein bisschen was. So. Was ist gefährlich beim Pfeilhagel? Cleans. Weil der Pfeilhagel ziemlich schnell losgeht, wenn wenig Gegner stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob der so krass ist. Also wenn, ich sag mal so, zwei Gegner stehen, man hat so runtergespielt, also man hat gegen fünf angefangen. Wenn ihr dann den Cleanup gegen zwei anfängt, weiß ich nicht, ob das exakt dasselbe Timing schon ist. Wenn das mal jemand schon beobachtet hat, könnt ihr ja einen Kommentar mal reinschreiben. Es würde mich interessieren. Wir suchen uns aber auf jeden Fall jetzt mal den nächsten. So. Da haben wir wieder da haben wir einen Elkan. Gegen den Elkanen spielen wir das Team. So, außen. Dann du, dann du, dann du, dann du. Passt. Los geht's. Los geht's. Und jetzt bitte ich, oh, wir haben ja gar kein Blau. Jetzt bitte ich, dass hier Lila zumindest kommt. Ja. Vielleicht kriegen wir zwei Diamanten. Nee, schade. Aber zumindest, ach, das Lila, das reicht noch nicht einmal für meine Jungs. Jetzt reicht's. Aber blau wäre echt mal gut, also gut, dass er auf die andere Seite geht. Das ist ja kriminell, was hier passiert. Lädt der jetzt gleich nochmal voll und heilt sich nochmal? Werden wir gleich sehen. Er heilt sich tatsächlich nochmal. Und jetzt,
Oh mein Gott. Das war wichtig. Das ist auch wichtig, dass hier Lila nachkommt. Dass wir ihn wegkriegen. Blau. Hey. Stopp! Ach, verdammt nochmal. Die Kombi hat keiner gewollt. Okay, aber es ist noch nicht vorbei. Aber wir haben keine Heilung mehr. Wir brauchen ein frisches Board. Sehr gut. Ach, ernsthaft. Ach, hey. Das ist gut. Aber die Auto-Attacks bringen mich jetzt nach und nach um. Ich kann nur hoffen, dass hier noch mal irgendwie Lila kommt. Jetzt muss ich drücken. Ach, das war gut. Aber naja, der Clean ist halt auch witzlos jetzt hier. Punkte Clean. Los geht's. Tja, so ein Board mal, wenn es um was geht. So, weiter geht's. Das ist unser Zerstörungsteam. Was nehmen wir da? Nehmen wir da noch unsere Mariana rein oder nehmen wir was anderes rein? Vielleicht spielen wir auch. Ich weiß, dass die beide Attack abgeben. Wir brauchen Damage. Los geht's. Das ist mein Whisky-Move. Ich will eigentlich in die Lady mehr Rot haben. Mal den.
Jawohl, genau sowas wollte ich haben. Zack. Das müsste reichen für alle. Wenn ich das überlebe, sieht's gut aus. Jupp, sieht gut aus. Okay, erstmal das, dann machen wir das, dann machen wir das, das, das. Dann machen wir den. Machen wir den. Vielleicht kommt Rot nach, schade. Gucken wir mal, was hier passiert. Ja, Rot ist nachgekommen. Bitte überleben. Komm schon. Jawoll! Bei Lagerf und dann haben wir noch einen One-Shot-Versuch. Gehen wir auf Padme. Mit unserem eigentlich nicht schlechten Team. So, zack, 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 zack. Jo, los geht's. Sieht bisher ganz gut aus, der Krieg. Ich hatte aber auch diesmal halt nicht die schwersten Gegner abbekommen. Ich habe mir heute mal, um anzugreifen, wirklich den Board Reset ausgesucht. Die letzten Mal habe ich immer das Board resettet. Und mit meinen Teams ist das eigentlich nicht wirklich hilfreich für die Allianz. Zack. Zack. Komm schon, grün hinterher, Jena. Kriegen wir das irgendwie geschoben? Hier haben wir noch eine Chance auf grün? Jawohl. Ja, der lädt halt voll. Aber ich krieg lila hinterher, das ist auch gut. Und jetzt mache ich vorher, bevor hier was lädt, mache ich den. Jetzt habe ich alles ready. Das sieht richtig gut aus. Was ist denn schlimmer, links oder rechts? So, machen wir mal den. Gucken, wie schnell das Gift ihn wegtötet. Oh, sollte sterben. So, sehr gut. Sieht richtig gut aus. Hochkonzentriert. Ja, die in der Ecke, die macht mir jetzt auch nicht mehr. Grün ist gleich wieder geladen. So, machen wir es mal so. Da haben wir die Heilung auch am Start. Wow. Nice Krieg. Das hat mal Spaß gemacht. Das war aber auch notwendig. Ihr seht am Ende des Krieges oder nach dem Krieg, ich sage mal heute Abend um 8 oder so, in der Beschreibung, wie es ausgegangen ist. Und ich habe in meinem Eifer des Gefechts eine Kriegsregel bei uns gebrochen. Ich hatte für den letzten nicht gefragt. Und werde dann erstmal Asche über mein Haupt gießen müssen. War so im Fokus, so im Tunnel. 249 Punkte ist okay. Bin ich zufrieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.